Leben in Leibniz, einst und jetzt. Im Zuge der Vorbereitung zum Fest der Begegnung haben wir vom Jugendzentrum Leibniz uns dazu entschlossen, einen Film in Kooperation mit dem Filmclub Leibniz und dem Medienzweig der Polytechnischen Schule über das Leben in Leibniz, einst und jetzt zu gestalten. Gemeinsam mit den Jugendlichen haben wir den Interviewleitfaden entwickelt, mit dem Ziel zu sehen, wie sich die Ansprüche an die Stadt und ihren Plätzen in den letzten Jahrzehnten verändert haben. Ein Teil der Interviews wurde mit den Jugendlichen im Jugendzentrum geführt und die übrigen durch die Mediengruppe der Polytechnischen Schule. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. Welche drei Wörter fallen Ihnen zu Leibniz ein? Kulturstadt, Weinstadt, dann das Grün, haben Sie auch verändert in Leibniz, und die Radwege. Schwulstadt, Thomas Moster, ja, schönste Stadt des Südens. Ja, ist eine kleine Stadt, aber schön. Und sonst noch, ja, gibt es viele Ausländer. Eine wunderschöne Stadt mit allem drum und dran. Und ich bin mehr oder minder froh, wenn ich in Pension gehen darf, dauert auch nicht mehr lange, in so einer wunderschönen Stadt wohnen zu dürfen. Es ist ruhig, angenehm und eine schöne Stadt. Ruhig, sorgfältig, in Ordnung. Schulstadt, Einkaufsstadt und eine Stadt zum Wohlfühlen. Ja, ich finde es voll schön. Die Leute sind sehr nett, ich finde, und es ist sehr gemütlich hier. So. Schön. Ruhig. Und ja, in Ordnung. Klein. Sicher. Überschaubar. Welche Erinnerungen an Ihre Jugendzeit haben Sie? An welchen Plätzen haben Sie die meiste Zeit Ihrer Jugend verbracht? Das war eben die Schule, Kohlenberger, Lippmann, Café Elefant, ja, Bushaltestelle, das war es, ja. Die alten Diskotheken und die und am Backbankerl sitzen, ja. Und so, mehr weiß ich nicht. Ich habe sehr viele Freunde in Leibniz gehabt, wie ich noch jung war. Und damit auch sehr gute Erinnerungen verbunden. Das war der Bahnhof und damals das Kino in Leibniz. Ja, das war in Düsseldorf an sehr, sehr großen Plätzen. Aber ich habe auch hier in Leibniz, Hauptplatz war einer der größten Ziele, wo wir uns immer mal getroffen haben. Ich bin als sehr junger Mensch nach Leibniz gekommen und habe mich vom ersten Tag an wohlgefühlt. Ja, sehr viel Zeit habe ich auf den Plätzen der Schulen verbracht, nachdem ich Lehrer war. Aber auch sonst, vor allem hat es mir die Leibnizer Au angetan, weil das eine Lunge für die Stadt ist, die in besonderem Maß wichtig ist. Aber auch der Hauptplatz, der schon mehrmals umgestaltet wurde, ist etwas sehr Bedeutsames und das Zentrum unserer Stadt. Das alte Bad, ja, viele Freunde. In der Jugend war ich hauptsächlich am Skatepark in Leibniz. Ja, es war eine schöne Zeit. Wir haben immer viel Spaß gehabt und eigentlich habe ich nur positive Erinnerungen. Ja, in Cafés, im Sommer in Schwimmbädern oder ja, sonst irgendwo im Freien. Ja, grundsätzlich bei Freunden hauptsächlich. Da haben wir so eine kleine Wohnung gehabt, wo wir uns immer am Wochenende getroffen haben. Oder sonst beim Handballverein, also in Sporthallen, in der ganzen Steiermark in Österreich. Und wo war ich noch? Und am Hauptplatz, mit dem Bad natürlich. Am Fußballplatz und beim Café Kohlenberger. Okay, was war an diesen Plätzen so besonders? Dort hat sich alles getroffen. Also sprich, am Café Kohlenberger oder meine besten Freunde waren alle Fußballer. Das Treffen mit vielen Jugendlichen. Man hat sich dort getroffen. Ja, es ist das Kommunikationszentrum. Man trifft sich einfach hier, man kauft ein, man geht ins Kaffeehaus, man unterhält sich. Es ist einfach das Zentrum und da spielt sich das Leben ab. Ja, meine Freunde waren dort, mein ganzes Umfeld, mein soziales Leben hat eigentlich dort stattgefunden. Das ganze Treffen von den Jugendlichen. Und dass wir uns austauschen könnten. Okay. Welche Plätze sind noch heute beliebt?
der Stadtpark, die Spazierwege, die Radwege. Ich glaube, der Hauptplatz ist sehr beliebt und es gibt viele schöne Schanigärten, die auch die Jugendlichen sehr gerne nutzen bei uns. Ich glaube, der Hauptplatz, einer der schönsten Plätze, aber auch das Jufer, wo die Jugend sich trifft, und es gibt auch andere Plätze noch, der Eislaufplatz. Café Elefant. Wo verbringen Sie Ihre Freizeit? Da zum Beispiel, Skaterpark, Bahnhof, falls das Skaterpark mal geschlossen ist. Sonst bei der Kirchenplatz vorne, das ist ein schöner Bogen, wo man fahren kann, wo uns Leute zuschauen, mitlaufen, Spaß haben. Die meiste Zeit im Park und sonst im Jugendzentrum. Hier im Jugendzentrum, draußen am Fußballplatz und sonst draußen alles mit meinen Freunden. Ja, mit Fitness oder mit Kollegen, so. Geh mal aus irgendwo. So im Jufa, in der Stadt, im Stadtzentrum. Fußballplatz. Ja, und Jugendzentrum. Zu Hause, im Jugendverein, im Park, beim Daniel. Was würden Sie jungen Leibnizer und Leibnizerinnen mit auf dem Weg ins Erwachsenwerden mitgeben? Dass sie selbstständig bleiben, ihr eigenes Ich haben, dass sie wissen, dass sie selbst entwickeln müssen und eigentlich der Mensch bleiben sollen, der sie eigentlich sind. Die Schule fertig machen. Das sind sie lernen, das sind sie im Beruf gut darstellen einmal. So viel Urlaub machen wie möglich und nur keinen Stress aufkommen lassen. 'Wenn ihr in die Diskotheken mit Freunden, mit Bekannten, Verwandten hingehen, nehmt euch die Taxi, die kosten nicht viel. Ihr seid unterwegs, ihr braucht nicht mit eurem Moped zu fahren oder irgendwas anderes. Und wenn ihr mal ein, zwei Bierlis getrunken habt, kommt ihr wieder sicher nach Hause. Ja, nicht immer alles so ernst nehmen und das Leben einfach auf sich zukommen lassen. Es kommt eh so, was kommen muss. Die Zukunft gestalten, das weiter aufbauen, was die ältere Generation begonnen hat. Einfach diese Stadt lebenswert gestalten. Eine gute Ausbildung. Vielleicht studieren in Wien oder in Graz. Und dann wieder nach Leibniz zu kommen. Welche Veränderung, glauben Sie, braucht es in der Region, damit junge Menschen sich wohlfühlen? Für die Jugend, das sind die Jugend sein kann, dass für die Freizeit nicht so gut getan wird. Mehr Einrichtungen für die Jugend. Ganz wichtig sind sicher die Arbeitsplätze, denn hier muss die Jugend mal ihr Geld verdienen. Einfach mehr Angebote, dass mehr Angebote gesetzt werden. Das war zu unserer Jugend nicht, ist vielleicht nicht schlecht, wenn es jetzt kommt. Andere Politiker. Also was mir sehr ins Auge sticht, ist einmal unser Zaun im Skaterpark. Weil wir sind ein Zaun wie im Gefängnis quasi. Wir können nicht aussehen, wenn wir wollen, wir können nicht rein. Und das ist schon ein bisschen depper der Zahn, ja. Ja, Rampen wären halt schön, wenn wir mal. Und wenn wir unsere alten Rampen wieder, also alt A-Rampen wieder reparieren könnten oder vielleicht mal ausbauen oder. Das wäre schon cool, wenn wir neue Rampen kriegen würden. Mehr Leerstellen und mehr Möglichkeiten, was zu tun. Für mich braucht es keine. Für euch weiß ich nicht, was ihr euch noch wünscht. Weil wir tun ja alles hier. Wir haben einen Freibad hier, wir haben Diskotheken hier, die für euch alles nennen sind hier. Ich bin mit euch. Ich brauche keine Veränderung. Ich habe keine Ahnung. Was für ein Jahr ist es für euch?
mehr Plätze, um Sport gratis auszuüben. Also. Einen fixen Skaterpark, sonst, wo man wirklich in Ruhe fahren kann, weil man sagen kann, okay, man macht einmal in der Nacht, wenn es warm ist, länger, einmal bis 10 im Sommer. Das wäre halt immer optimal. Was hättest du denn gern für Möglichkeiten? Was würdest du denn gern machen? Ja, weiß ich nicht. Das ist ja das Problem. Okay. Ich fühle mich einfach den großen ganzen Roll. Also bin ich passt alles. Okay. Hallenbad wäre nicht schlecht. Sonst finde ich das Leimitz eine sehr schöne Bezirksstadt. Ist die Rollstuhlfahrt ein bisschen mehr Freiheit? Ich glaube, es läuft sehr vieles gut in der Stadt. Wichtig ist, dass in meinem Raum die Funktionierung der Gemeinde stattfindet. Wir müssen also versuchen, unsere Ressourcen, die wir auch wirtschaftlichen Ressourcen, kulturellen Ressourcen etc. zu bündeln. Um hier optimale Voraussetzungen für die Zukunft zu schaffen. Es kann nicht viel ändern, aber es können viele was ändern. Aber mir selber, muss ich ganz einfach mal sagen, gefällt es so, wie es ist. Also, wenn ihr das hören könnt, kleiner Vorteil ist, ich würde sagen, eigentlich beschreiben sich die Stadt weiterhin zu entwickeln und zu die Zukunft der Fachkräfte zu schützen. Im Vergleich zu Ihrer Jugendzeit, wie nehmen Sie die heutige Jugend in Leibniz wahr? Ich glaube, dass sich die Jugendlichen nicht viel geändert haben. Vor 30 Jahren waren vielleicht ein paar Angebote weniger, aber die Jugendlichen sind genauso motiviert, irgendwas zu machen, wie vor 40 Jahren oder 50 Jahren. Wie würde deine Jugendzeit vor 50 Jahren ausgesehen haben? Weiß ich nicht. Schlimm. Schlimm? Mhm. Wieso? Weiß ich nicht, da war sicher alles voll komisch. Was glaubst du, wie deine Eltern ihre Jugend verbracht haben? Ich glaube nicht, dass meine Eltern so viel Zeit gehabt haben damals, weil sie eindeutig viel sicher daheim viel mehr Arbeit haben müssen als wir jetzt. Weil jetzt wird das, glaube ich, eh nicht mehr so geschätzt, dass jetzt die Kinder jetzt daheim sind, die so lieber Zeit draußen verbringen, soziale Kontakte knüpfen. Also schätze ich schon, dass das damals sicher anders war als jetzt. Wie würde deine Jugendzeit vor 50 Jahren ausgesehen haben? Ich schätze mal daheim, beim Arbeiten mit der Mama, würde ich sicher viel mehr aushalten müssen als jetzt. Wir möchten uns auf diesem Weg nochmals bei Frau Eichholzer und Herrn Dieber von der Polytechnischen Schule und ihren motivierten Schülerinnen für ihre Unterstützung bedanken. Der Filmschnitt erfolgte von Herrn Peter Zink, Obmann des Filmclubs Leibniz. Wir bedanken uns für die tolle Zusammenarbeit und das große Engagement.